Took it from my mother's room the morning Nora disappeared. I haven't taken it off since. Ja, willkommen zurück bei Silent Hill Homecoming. Es ist jetzt viel passiert, wie wir gesehen haben. Und wir sind hier irgendwo am Strand. Und natürlich sind wir in Silent Hill. Sagen Street Cemetery, Silent Hill Docks. Ja. So, Wieler hat ja vorher erzählt über eine Polizistin, die er gekannt hatte mit, die mit dem Motorrad nach Silent Hill gefahren ist. Das ist natürlich eine Anlehnung an Silent Hill 1 und den Film. Wer Silent Hill 1 gespielt hat und den Film gesehen hat, wird natürlich wissen, um welche Polizistin es geht. Nur so aus Randinformation. Die Köderschachteln sind jetzt alle mit Asche gefüllt. Ja, gibt's hier sonst nichts? Anscheinend nicht. Das sieht wie ein Patrouillenboot für die See aus, aber mit dem ganzen Rost ist es schwer zu sagen. Der Zündschlüssel ist unauffindbar. Hier gibt es anscheinend nichts. Und die Bretter, glaube ich, sind auch nicht mehr so die neuesten. Alles knarzt. Das ist sehr gefährlich, was er Alex hier macht. Und hier klebt Blut. Ich stelle hier meine Taschenlampe an. Jetzt ist meine Taschenlampe an. So, dann schauen wir mal, was es hier alles so gibt. Hier ist ein Loch in der Wand. Diese Brücke ist eine der Hauptverkehrswege in die Stadt hinein und hinaus. Es sieht so aus, als sei das vor langer Zeit geschehen. Also wie sind die Leute dann in die Stadt gekommen? Und wie zum Teufel komme ich raus? Okay. Okay, man kann Wasser hören. Alex, are you there? Wheeler? Is that you? Talk quietly, Alex. Thank God you're okay. Listen, they've taken us to the prison. It's horrible. They took Elle and they're about to... Wheeler! Come in, Wheeler! What did they do? Wheeler! Bildhängerer, wieder einmal. Ins Gefängnis, das ist hier unten. Overlook Penitentiary. Jetzt erst einmal umsehen. Huhuhu. Wo bin ich hier? Ah, Silent Hill Friedhof. Moment. Okay.
Ja, jetzt ist die Frage, wo muss ich genau hin? Ich will ja nichts auslassen. Entweder jetzt über den Friedhof oder... Oh Mann. Ja. Da schreit schon wieder irgendwo etwas. Den habe ich gut erwischt. Ich kenne diesen Laden. Es ist der Tulukasir-Köderladen. Vater hat uns hier nie hingebracht. Auf diesen Laden die besten Preise hatte. Noch so ein Vieh. Soundtechnisch hatte sich das jetzt so angehört, als wäre dieses Viech direkt hinter mir. Dieses Schild steht geöffnet, aber der Laden ist eindeutig verlassen. Zeichnung erhalten. Pistolenmunition erhalten. Und eine Blutpflütze. Und hier ist ein Speicherpunkt. Den werde ich jetzt mal benutzen. So, ich habe offscreen gespeichert, wie ich es ja schon mal angekündigt habe. Schreit schon wieder irgendwo etwas. Ja gut. Ich gehe jetzt aber trotzdem mal zurück zum Friedhof. Nicht, dass da noch 100.000 Items leben, die ich brauchen könnte. Während ich hier diese komischen Kriecherviecher... Ja, noch ein. Ah, hier war der Eingang. Saphir erhalten. Wenn ich jetzt noch wissen würde, was mir der bringt. Ah, der schon wieder. Da können wir doch gleich unsere neue Pistole ausprobieren. Na, komm. Nochmal. Zwei Schuss. Wenn wir bei diesen Kreaturen warten, bis es seinen Brustkorb öffnet und wir dann erst schießen, dass wir quasi die Lungen erwischen, machen wir doppelt so viel Schaden. Hier ist eine Statue. Das ist eine Statue mit zwei Gesichtern, die in entgegengesetzten Richtungen blicken. Die Inschrift lautet Janus. Gott des Mittelweges zwischen Barbarei und Zivilisation, zwischen Jugend und Erwachsensein. Das ist doch ein Loch an der Seite. Dieser Grabstein ist so verwittert, dass nur noch wenige Buchstaben sichtbar sind. Das ist anscheinend defekt. Ja, wenn hier alles defekt ist, muss ich den Saphir benutzen? Ja, ich brauche auf jeden Fall zwei so Diamanten. Sieht zumindest so aus, als bräuchte ich zwei. Ja, dann geht's hier anscheinend nicht weiter. Gruselig, gruselig, muss ich schon sagen.
da kommt der dritte auch noch. Die haben alle nichts zu tun irgendwie. Die haben alle nichts zu tun. Puh. Auto. Ah. Ja, Bildstotterer ist okay. Na komm. Okay, und ich werde an dieser Stelle noch einmal schneiden, denn... Ja, ihr wisst es ja sowieso, 15 Minuten und so. Ja, und wenn wir zurückkommen, gehen wir hier mal diesen Weg, hier wieder in diesen Friedhof. Vielleicht finden wir den anderen Edelstein. Oder vielleicht finden wir sogar noch mehr. Ich weiß es nicht. Also bis dann. Den nehme ich noch mit. Ja, bleib halt stehen. Ja gut, dann eben nicht. Also, bis dann.